Flux FM. In digitaler Gesellschaft. Volker Tripp ist bei mir im Studio. Schönen guten Tag. Hallo. Unterwegs nach Herzenslust Videos streamen oder Musik oder Podcasts und das ruckelfrei und ohne dass der Traffic auf das eigene Inklusivvolumen angerechnet wird, das hört sich doch super an. Wer könnte dazu schon Nein sagen? Naja, vielleicht die Bundesnetzagentur. Die Aufsichtsbehörde prüft nämlich gerade, ob sich die Tarifoption Stream On der Deutschen Telekom, über die wir schon mal sprachen, ob die sich mit den EU-Regeln zur Netzneutralität verträgt. Spoiler-Alarm, nein. Aktuell führt jetzt die Bundesnetzagentur eine Anhörung zu Stream On durch, in der sich bereits verschiedene der angehörten Verbände für ein Verbot, ja, direkt ein Verbot der Tarifoption ausgesprochen haben. Genaueres zum Thema weiß eben Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft. Schönen guten Tag nochmal. Hallig und Hallöchen. Ist auch ein verwirrendes Ding, ja, dieses Stream-On, genau. Diese Stream-On-Geschichte. Wir hatten an dieser Stelle schon mal kurz drüber gesprochen. Nochmal kurz zur Erinnerung, worum geht's dabei? Ist das in der Anmoderation gut erklärt worden? Einiges schon, oder? Ja, genau. Im Wesentlichen schon. Es ist eine Tarifoption, die man sich zu einem bestehenden, relativ teuren Mobilfunktarif der Telekom kostenlos hinzubuchen kann. Und die Idee bei dem Ding ist halt, dass bestimmte Partnerdienste der Telekom, die Video-Streaming und Audio-Streaming anbieten, nicht auf das Inklusivvolumen angerechnet werden, wenn ich mir die anschaue. Andere Dienste, die eben Streaming machen und so, die nicht Partner der Telekom sind, da wird es auf das Inklusivvolumen angerechnet. Das heißt, ja, ich bin beim Streaming-Anbieter A am Musik hören, dann macht mein Telekom-Handy irgendwann BIM und sagt, Datenvolumen verbraucht, weil es eben einer war, der sich nicht mit der Telekom verbrüdert, verbündelt, genau, zusammengetan hat. Mhm. Der Streaming-Anbieter B, den, auf den ich dann wechsle, da kann ich dann auch, wenn mein Datenvolumen schon aufgebraucht sein müsste, weiterhören und weiterhören. Nicht, wenn es bereits aufgebraucht ist, aber solange wie es noch nicht aufgebraucht ist, wird dieser Traffic eben nicht angerechnet, eben nicht abgezogen, wirkt sich nicht negativ auf das verbleibende Inklusivvolumen aus. Ja, und schon hat der Streamingdienst B einen klaren Vorteil gegenüber dem Streamingdienst A. Mhm, ganz und genau. Schon sind wir mittendrin im Thema Netzneutralität, denn da ging es ja im Prinzip darum, dass alle Datenpakete, die es so gibt im Internet, dass die gleich schnell und gleich bewertet durchs Netz geschickt werden, ist ja hier nicht der Fall. Ganz genau, Netzneutralität sagt ganz genau das. Alle Datenpakete im Internet werden gleich gut, gleich schnell transportiert und zwar völlig egal, von welchem Absender sie stammen, zu welchem Empfänger sie gehen oder welchen Inhalt sie haben. Mhm. Das ist auch in einer EU-Verordnung festgeschrieben seit Ende 2015. Das Problem bei dieser EU-Verordnung ist aber jetzt, dass sie an vielen Stellen relativ vage abgefasst ist. Nicht? Also zu viele Köche verderben den Brei. Das ist bei der EU-Gesetzgebung wirklich sprichwörtlich so. Denn da der EU-Kritiker Volker Tripp bei Flux FM. Na, was ist so? Nicht? Also da wirken halt drei unterschiedliche Gremien zusammen an der Gesetzgebung mit und da kann man sich nicht immer auf, sagen wir mal, das einigen, was wirklich sinnvoll ist und am Ende kommen halt so Kompromisstexte raus, die eben manchmal sehr vage sind. Und genauso war es auch bei dieser Verordnung zur Netzneutralität. Mhm. Und weil eben gewisse Spielräume in dieser Verordnung drinstecken, geht es eigentlich für die Telekommunikationsunternehmen jetzt drum, Testballone steigen zu lassen, um mal auszuloten, wie weit können wir denn jetzt eigentlich gehen? Welche Geschäftsmodelle sind da erlaubt und welche nicht? Und im Grunde, das Spannungsfeld, was sich da immer so ergibt, ist eben auf der einen Seite Internetnutzer und Inhalteanbieter, die also übers Internet ihre Inhalte verschicken, die möchten eben im Grunde gleichermaßen auf alles Zugriff haben. Die haben eigentlich gar nicht so ein großes Interesse daran, dass mancher Traffic besser behandelt wird, also zum Beispiel schneller oder zu günstigeren Bedingungen transportiert wird als andere. Ein Interesse daran haben eben vor allen Dingen sozusagen die Gatekeeper, die Leute, die da am Nadelöhr sitzen, eben die Telekommunikationsunternehmen, wie zum Beispiel die Deutsche Telekom. Und die möchten eben dieses Nadelöhr, bei dem sie sitzen, so gut wie es eben geht, kommerzialisieren. Aber ganz geil, dann sagen die, komm, wir launchen mal ein Produkt, das unter Umständen illegal ist. Mhm. Wir sagen gleich mal unseren Anwälten schon Bescheid, falls es da Stress geben sollte. Aber wenn wir Glück haben, kommen wir mit dem Produkt durch. Und haben festgestellt, dass was wir vorhaben, ist doch noch im Bereich des Legalen. Und auch wenn es gegen die Netzneutralität verstößt, können wir es dann durchziehen. Das ist so die Idee. Genau so ist es. Ne? Also genau das wird probiert. Und die Bundesnetzagentur ist eben jetzt dafür da, wenn solche Produkte neu eingeführt werden, mal zu schauen, verstößt das gegen die Netzneutralität, verzerrt das den Telekommunikationsmarkt. Und genau das passiert eben jetzt gerade zur Zeit. Das heißt, die Bundesnetzagentur hat mit Blick auf dieses Produkt festgestellt, es gibt Diskussionsbedarf oder mussten die von der Organisation wieder euren erst auf diese
dieses Problem aufmerksam gemacht werden? Naja, sagen wir mal so, also der Kampf um diese Netzneutralitätsregeln auf EU-Ebene, der ging ziemlich lange und der wurde auch ziemlich wild geführt. Ja. Und die Bundesnetzagentur weiß natürlich, was jetzt kommt. Deswegen haben die ein sehr offenes Auge auf dem Markt. Okay. Das ist auch nach der Verordnung ist es auch ihre Aufgabe. Und als die Telekom das eingeführt hat, da gab es natürlich gleich sehr viele Kommentare. Also das war im Grunde nicht zu übersehen. Mhm. Ne? Und deswegen führen sie jetzt eben eine Verbändeanhörung durch. So hat zum Beispiel, wir haben uns da geäußert, aber auch die Verbraucherzentrale Bundesverband. Und wir haben eben ein Verbot von Stream-On gefordert, weil wir der Auffassung sind, A, es verstößt gegen die Netzneutralitätsregeln der EU und es wird auch dazu führen insgesamt, dass eigentlich unsere Verträge, Internetzugangsverträge, gerade Mobilfunkverträge, teurer werden und dass die Innovationsdichte, also das, was eigentlich das Internet zu dem gemacht hat, was es heute ist, dass es abnehmen wird. Weil nämlich der ganz klitzekleine, bleiben wir mal bei Streamanbietern, der klitzekleine Streamanbieter, der sich gerade in der Muskauer Straße in Kreuzberg quasi erfunden hat, der hat ja dann überhaupt keine Chance mehr, wenn sich die beiden Dienste, die wir vorhin jetzt schon erfunden haben, A und B, wenn die sich quasi um den Markt streiten und sagen, jetzt ich mach da doch mit bei Stream-On und so, dann hat die kleine Klitsche von um die Ecke überhaupt keine Chancen mehr. Genau, also solche Angebote, das was also wie Stream-On eben beispielsweise, die führen letztlich dazu, dass die Großen größer werden und die Kleinen eben auch klein bleiben. Also es zementiert im Grunde so oligopolartige Strukturen. Ja, und das ist eigentlich genau das, was man im Internet nicht will. Man möchte eigentlich möglichst viel Wettbewerb da haben. So, und das Problem eben ist, dass die Telekom jetzt sagt, ja Moment mal, wir diskriminieren hier doch niemanden, es werden auch keine kleinen Anbieter diskriminiert, denn prinzipiell steht dieses Produkt Stream-On allen Anbietern offen. Ganz egal, ob du jetzt YouTube bist oder Netflix oder so oder ob du eben Vimeo bist oder irgendwie ein anderer kleinerer Streaming-Anbieter oder so. Ihr könnt alle zu uns kommen, ihr dürft hier alle mitspielen. In der Theorie. Ja. Leider ist es in der Praxis nicht wirklich so. Es läuft nämlich so, es gibt öffentlich bestimmte allgemeine Geschäftsbedingungen der Telekom, die sind schon mal relativ umfangreich und da stecken dann auch so ein paar Merkwürdigkeiten drin. Zum Beispiel, dass wenn man also als Anbieter muss man Änderungen, auch technische Änderungen an seinem Geschäftsmodell, an seinem Dienst, 4 Wochen vorher bei der Telekom anmelden. Ja, also das sind längere Anmeldefristen als in den App Stores, zum Beispiel von Apple. Ja, also das ist für viele Anbieter eigentlich so überhaupt nicht zu machen. Dann steht da auch drin, dass wenn man zum Beispiel falsch einschätzt, wie viel Traffic man so verursachen wird im Monat und so, dann haftet man mit bis zu 50.000 Euro. What? Ja, und das heißt, also das nur mal sind so ein paar Beispiele der Gemeinheiten, die da drin stehen. Was ich damit sagen will ist, wenn man in dieses Produkt einsteigen möchte, dann setzt das erstmal eine wirklich eingehende juristische Prüfung der AGB voraus und dann natürlich auch der weiteren Verträge, die man dann bekommt. Und das ist zum Beispiel für nicht kommerzielle Anbieter, die es ja auch gibt, ja, Community-Anbieter oder so, eigentlich überhaupt gar nicht machbar. Ja. Und also die müssten jedes Mal eine rechtliche Prüfung in Auftrag geben, weil sie in der Regel keine Rechtsabteilung haben. Die kostet auch wieder Geld. Dann ist auch ein ziemlich großer administrativer Aufwand damit verbunden. Also viel Papierkram, den man da erledigen muss. Sagen wir mal, da wären so nach unserer Schätzung, wenn man das Ganze so als normales Unternehmen betreibt, also 3 Vollzeitkräfte, mindestens eine Woche, würde ich mal sagen, mit diesem ganzen Vorgang beschäftigt. So, und das zeigt eben, letztlich ist es faktisch nicht für jedermann frei zugänglich. Gerade kleinere Anbieter, nicht kommerzielle Anbieter, noch nicht so etablierte Anbieter, für die sind die Hürden so hoch, dass sie die faktisch häufig nicht werden nehmen können. Mhm. Und für richtig große Läden, die eben eigene Rechtsabteilungen haben, die viel Personal haben, ist das ganz gut zu stemmen. Mhm. Ja? Also alleine schon dieser Zugang ist eben schon deutlich unterschiedlich, aber es gibt eben noch eine ganze Reihe weiterer Punkte, die dabei ziemlich schwierig sind. In diesen AGB beispielsweise werden jede Menge Begriffe benutzt, die total unscharf sind. Beispielsweise Streaming. Ja, da steht also drin, hier können Streaming-Anbieter mitmachen. Und dann wird mal so definiert, was Streaming ist. Ja. Es wird allerdings relativ oberflächlich definiert und nicht wirklich technisch definiert. Und es gibt bestimmte Verfahren, die sehen von außen aus wie Streaming, sind aber technisch tatsächlich eigentlich eine Reihe von einzelnen kleinen Downloads. Aha. So, und dann stellt sich die Frage, was ist denn mit solchen Anbietern, die so ein gestückeltes quasi Downloads Streaming anbieten, fallen die jetzt darunter, ja oder nein? Ja. Und diese Frage ist durchaus relevant, denn jetzt hat es gerade eben die erste Ablehnung der Telekom gegeben. Sie haben einen Dienst, bitlove.org, die eben, bei denen es, also die auch, sagen wir mal, Streaming ermöglichen, bei denen es aber auch möglich ist, die Filme runterzuladen, haben es mit der Begründung abgelehnt, ja, was ihr macht, ist ja eigentlich nicht Streaming, sondern Download. Oha. So, und deswegen schon, wenn genau die Definitionsgewalt dann quasi bei der Telekom liegt, wird es natürlich dann auch schon wieder schwierig. Jetzt muss ich aber nochmal in eigener Sache nachfragen, denn ich weiß, dass unsere Chefs versucht haben, zumindest Flux FM in diesen Dienst einzupflegen, weil es ja aus Sicht eines Radiosenders schon wieder Sinn macht, auf den ersten Blick zumindest. Wenn man jetzt sich nicht als moralischer Mensch mit dieser Geschichte auseinandersetzt, sondern nur als Geschäftsmensch, dann macht es ja Sinn, da einzusteigen und so. Deswegen die Frage,
Was passiert jetzt in den nächsten Wochen und Monaten? Müssen sich unter Umständen die Flux FM-Mitarbeiter auf ein neues Chefbüro einstellen, weil die weggesperrt werden, unsere Chefs? Naja, also ich würde mal sagen, ich weiß gar nicht, ob es, wenn man es rein wirtschaftlich betrachtet, eigentlich so besonders schlau ist. Denn solche Modelle wie StreamOn, die etwas machen, was man Zero-Rating nennt, also dass der Traffic von bestimmten Diensten nicht angerechnet wird, führt eben dazu, einen Anreiz zu setzen, dass mehr diese großen Dienste benutzt werden, weniger die kleinen. Ja. Auf Dauer schadet das eben der Pluralität im Markt. Es wird also weniger Anbieter geben. Es wird sich mehr konzentrieren auf wenige große. Und die Innovationsdichte wird abnehmen. Wir werden weniger Neuerungen sehen, neue Ideen, neue Dienste und so weiter und so fort. Das heißt also insgesamt für die Marktentwicklung ist es vielleicht gar nicht so besonders toll. Deswegen meine ich, selbst auch wenn man jetzt als Ökonom denkt oder als Gewerbetreibender oder so, ist es eigentlich nicht besonders klug, dafür zu sein und solche Modelle noch zu unterstützen. Mhm. Aber in der Bewertung, sagen wir mal, da ist halt jeder dann vielleicht auch ein bisschen anders. Ja, aber im Endeffekt, was ist deine Prognose jetzt für die nähere Zukunft? Gehst du davon aus, dass dieser Dienst wieder von der Bildfläche verschwinden wird, weil er eben schlussendlich als illegal betrachtet werden muss? Ja, also ich finde schon, es spricht sehr viel dafür. Es wird die eigentlich garantierte Wahlfreiheit der Nutzer eingeschränkt, eben durch dieses Anreizsetzen. Es werden Hürden für kleinere Dienste gebracht. Es werden also ganz klar bestimmte Dienste diskriminiert im Verhältnis zu anderen. Und das sind eigentlich alles Dinge, die nach der Netzneutralitätsverordnung nicht gehen. Diese Prüfung bei der Bundesnetzagentur wird sich noch mehrere Wochen hinziehen. Mhm. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie am Ende dazu kommen, vielleicht nicht das Produkt zu verbieten, aber jedenfalls gewisse Einschränkungen zu machen und zu sagen, so könnt ihr die Gestaltung jedenfalls nicht machen. Das erwarte ich eigentlich schon. Ja. Vielleicht sogar bis hin zu einem Verbot. Man wird sehen, auch wie eben jetzt diese Anhörung weiter verläuft. Und Verbraucher und Verbraucherinnen, die jetzt sagen, ich verstehe die Argumentation der digitalen Gesellschaft und die von Volker Tripp und ich bin auch gegen diesen Dienst. Was können die tun, wenn sie angerufen werden und kriegen das vorgeschlagen, sagen die, nee, möchte ich nicht, ist nicht demokratisch zum Beispiel oder... Ja, also ich meine einfach, das finde ich, man kann hier wirklich mit den Füßen beziehungsweise mit der Geldbörse abstimmen und das Ding schlicht und ergreifend nicht kaufen. Momentan haben seit der Markteinführung am 19.04. ich glaube 115.000 Kunden der Telekom ja gesagt zu diesem Dienst. Wie gesagt, wenn man ohnehin schon Magenta-Kunde ist, ist es ja auch kostenlos. Also ne, man bucht dann so ohne weiteres dazu. Aber wie gesagt, es hat eben nicht nur Vorteile. Ja, vor allen Dingen eine Sache, die haben wir noch gar nicht erwähnt und die finde ich ist eigentlich so der größte Witz an dem ganzen Ding. Die sagen, hey, ihr könnt hier super streamen, ja, also es wird nicht angerechnet aufs Inklusivvolumen, aber wir rechnen die ganze Qualität runter auf DVD-Qualität, also 480p. Also mit anderen Worten, den Goldstandard der 90er Jahre, was DVDs anging und online der Nuller Jahre vielleicht. So, und das ist jetzt die ganz große neue Innovation. Ich kann also mit einem Standard von vor 10 Jahren unterwegs auf dem Handy Filme schauen. Super, oder? Ich habe jetzt nichts gehört, was für den Dienst StreamOn spricht in unserem Gespräch. Wenn ihr diesen Dienst nutzt, denkt doch nochmal drüber nach, ob sich das wirklich lohnt und ob ihr vielleicht wirklich Teil sein wollt einer Bewegung, die gegen die Netzneutralität arbeitet und die eben nicht dazu führt, dass es eine Vielfalt im Netz gibt, für die wir das Netz ja eigentlich lieben und für die Leute, die es noch nicht haben, einfach nicht machen. Genau. An dieser Stelle. Es wird unter Umständen eh bald verboten, das Stream-On-Prinzip. Volker Tripp von der Digitalen Gesellschaft war bei mir im Studio. Für mehr Infos geht ihr auf digitalegesellschaft.de. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal, Volker. Da hat ihr heiratet. Ja, so sieht's aus. Danke. Ciao. Tschüss. Flux FM. In digitaler Gesellschaft.